Liebe Leute, Saltatio Mortis sind heute auf dem Mera Luna 2024. Um 7:30 entern wir die Mainstage und dann wird gerockt! Carry me, my love is in my soul. Pray for me, my Lord, while I've begun. Carry me to justify my deeds, to justify my deeds of war. Wir sind hier im Backstage-Bereich vom Mera Luna. Und zwar zwischen Nightliner und Bühne. Aber, weil hier ja ein großer Flugplatz ist, haben wir hier erstmal natürlich die Entourage von den ganzen Künstlern, die hier wieder mit Privatjet unterwegs sind. Ja, und man hört es schon, unser Drumtech, der Marcel, ist natürlich leidenschaftlich dabei, unserem großen Trommler Jean Michon nachzueifern. Und übt fleißig, dass er im Zweifelsfall vielleicht mal die Chance ergattern kann, einzuspringen. Und dafür hat er sich natürlich den geilsten und schicksten Raum ausgesucht, den dieses Gelände zu bieten hat. Komm mal mit! Ja, also wahnsinnig beeindruckend, ne? Ich meine natürlich den Raum, also diese Gestaltung ist grandios. Und wir haben hier unseren sehr gut engagierten Trommler, Schrägstrich Trommel-Backliner, den Marcel, der hier schon sehr fleißig die Saltatio-Stücke übt. Bist du ein bisschen nervös schon für später? Geringfügig, ja. 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 Warum denn eigentlich nervös für später, Elsi? Nun ja, leider hat es sich ergeben, dass gewisse Fluggesellschaften aus Spanien das gleiche Engagement wie die Deutsche Bahn an den Tag legen und sich hin und wieder mal etwas verspäten, sagen wir so um 16 Stunden. Und deswegen hängt unser liebenswerter Trommler, der Jean-Jean Tambour, in Andalusien fest. Und kommt nicht rechtzeitig hierher. Vielleicht schafft er es doch noch, wir wissen es nicht. Es bleibt spannend. Das heißt, wir haben momentan in Spanien einen nervösen Schlagzeuger und in Hildesheim einen nervösen Schlagzeug-Backliner. Und wir schauen mal, wie das Ganze ausgeht. Also ich habe jetzt endlich die Man Cave gefunden, die ich immer haben wollte, die ich brauche. Ich bin ja ein nostalgischer Flieger. Ich habe ja 4 Jahre Segelfliegen gemacht. Und dann bewegt einen sowas schon, hier so eine Räumlichkeit zu sehen. Wir machen mal einen kleinen Rundgang hier. Wirklich historische Gemälde, Fotos, Flugzeugmodelle. Man hat natürlich eine Bar am Start. Der Hibiki kannst du mittlerweile nicht mehr bezahlen. Das ist die Distillers Edition. Habe ich ja auch noch 2 Flaschen zu Hause. Sehr lecker. Magst du mal einen probieren? Natürlich. Ah, na dann. Oh. Also, ich glaube, jemand anders muss heute die Show spielen. Wir haben doch den Schlagzeug-Backliner, der könnte doch auch Dudelsack für dich spielen, oder? Also, wenn der Mümmelstein schon nicht da ist und ich hier als einziger Mucker im Backstage die ganze Zeit mein Dasein fristen muss, dann könnte ich ja eigentlich mal zur Show ein bisschen frei haben und hier ein bisschen verweilen. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das nennt man Showvorbereitung. Adrenalin hochkicken. Hello, people. Wir sind heute auf dem Mera Luna und ich weiß nicht, irgendjemand trommelt immer Sound sich scheiß laut rum, wenn ich in die Kamera reden will. Ja, wir waren schon länger nicht mehr hier. Und ich bin gespannt auf die Leute. Wir sind ja eher so ein bisschen ich sag mal, musikalische Außenseiter hier. Aber ich denke, auch denen können wir den Arsch versuchen. Gerade sind noch deine Lakaien dran. Und danach sind meine Lakaien mit mir auf der Bühne dran. Denn dann spielt Saltatio Mortis. Und ich bringe jetzt mal meinen Sack in Position. Und
schon bin ich bereit. Tag 2 einer fast unendlichen Odyssee. Ich mache nie wieder 4 Tage Urlaub. Ich habe gedacht, ich besuche Freunde in Spanien. Für 4 Tage, genau 4 Tage, die ich frei hatte zwischen letztem Showwochenende und diesem Showwochenende. Die haben alle Flüge storniert, die man sich vorstellen kann. Und ich saß einfach fest. Ich kam nicht weg. Ich bin tatsächlich dann mit einem Flug, den ich mir extra nochmal gebucht habe, hierher geflogen und dann nochmal 3 Stunden Auto gefahren, damit ich es rechtzeitig hierher schaffe. Das ist übrigens meine 12. Cola. Ich bin jetzt seit gut 36 Stunden ohne Schlaf. Und Elsie ist ohne Hose. Alles wie immer. Erzähl mir doch mal hier die Sicherheitsvorkehrungen. Ja, also man muss auf jeden Fall eine Mütze aufhaben. Ich habe leider nur eine Sonnenbrille, ich hoffe, das zählt. Zumindest trage ich etwas auf den Kopf. Dann muss man auf jeden Fall geile Boots anhaben. Das habe ich definitiv. Dann muss man ordentlich in die Hände klatschen, wenn man auf die Bühne geht. Auch sehr wichtig. Und natürlich muss man die Ohren weit spitzen, um gut zu hören, was da alles passiert. An der Stelle ganz liebe Grüße an den zu Hause gebliebenen Mümmelstein, der sich erfolgreich vermehrt hat. Die Drehleier-Zukunft ist gesichert. Wir vermissen ihn, wir spielen heute ohne ihn und in Gedanken ist er bei uns und wir senden die allerbesten Grüße nach Hause. Total Wahnsinn. Na gut, Spaß gemacht. Obergeil! Alle Hände waren oben. Bis hinten zu den Dixies, bis da drüben zu den Ständen. Das ganze Festival war hier am Start. Vielen, vielen Dank. Es war großartig. Wisst ihr, ich finde es wunderschön, dass mittlerweile die ganzen Szenen sich so vermischen. Dass es nicht mehr so wie früher gibt, nö, wir sind Gothics und nö, wir sind Mettler und nee, wir sind das. Hier ist alles vertreten. Hier ist alles vertreten. Die Leute haben bei unserem Finch-Song genauso abgefeiert wie bei unseren alten Nummern. Bei den neuen, bei den Fantasy-Nummern, bei den Metal-Nummern, überall waren die Leute dabei. Das ist eine schöne Szene, das ist Offenheit, so muss es sein. Wir sind bunt und so muss es sein. Dankeschön für alles. Danke, Miralina. Das war das Mera Luna 2024 für Saltatio Mortis. Wir sind fertig mit unserer Show. Jetzt fängt die nächste Band schon an und wir freuen uns wie Bolle, bald wiederkommen zu können. Also, jetzt vertreiben wir uns noch den Abend bis zur Abfahrt um 3:30 und werden noch vielleicht ein kleines Schlückchen trinken. Ja, in diesem Sinn lassen wir mal die Affen aus dem Käfig.